Herzlich willkommen zu einem weiteren Grundlagentutorial, in dem ich die Themen Reinschaltung von Widerständen und den Spannungsteiler erklären werde. In den vergangenen Videos haben wir bereits den ohmschen Widerstand eingeführt und man schaltet häufig solche ohmschen Widerstände hintereinander, das heißt in Reihe, sodass ich hier einen Widerstand R1 beispielsweise habe und dazu in Reihe einen weiteren Widerstand R2. Für beide Widerstände gilt natürlich das ohmsche Gesetz, das heißt die Spannung an dem Widerstand ist proportional zum Strom und hier entsprechend für den zweiten Widerstand natürlich auch. Was man jetzt sieht, ist, dass der Strom durch beide Widerstände fließt und zwar ist es der gleiche Strom, sodass man letztendlich in der Beschreibung mit einem Strom auskommt. Das heißt, wir haben nur noch den Strom I. Und häufig möchte man solche Schaltungen vereinfachen, indem man hingeht und sagt, ich versuche R1 und R2 zusammenzufassen zu einem Ersatzwiderstand oder Gesamtwiderstand, der hier gezeichnet ist. Wenn man sich das mal genau anschaut, dann sieht man, dass sowohl hier der Strom I fließt, der gleiche Strom soll natürlich auch hier fließen, unabhängig davon, ob ich den Widerstand jetzt als Ersatzwiderstand nehme oder die Widerstände einzeln betrachte. Und die Spannung, die hier abfällt, beziehungsweise hier von der Spannungsquelle erzeugt wird, setzt sich zusammen als Spannung U1 und U2. Das Potenzial, was hier abfällt, von oben nach unten, letztendlich an der rechten Seite auch abfallen muss. Wenn man die einzelnen Spannungen mal beschreibt über das ohmsche Gesetz, dann gilt das U0, eben dieser Ersatzwiderstand, also R gesamt mal I, ist und auf der anderen Seite sind die einzelnen Spannungen U1 und U2 letztendlich R1 mal I bzw. R2 mal I. Wenn man sich jetzt nur mal diese Gleichung anschaut, kann man entsprechend das I rauskürzen, weil sowohl das I als auch das I natürlich gleich sein muss und dann bleibt letztendlich das Gesetz für die Reihenschaltung übrig, dass der Gesamtwiderstand einer Reihenschaltung sich eben aus der Summe der einzelnen Widerstände bilden lässt. Wenn man nochmal einen Schritt weiter geht und sich nochmal vergegenwärtigt, okay, der Strom I muss gleich dem Strom I sein und es gilt natürlich noch das ohmsche Gesetz, dann kann man auch sagen, dass der Strom I sich berechnen lässt aus U1 geteilt durch R, aber auch, es ist der gleiche Strom, aus U0 geteilt durch R gesamt. Wenn man jetzt R gesamt letztendlich ausdrückt als Summe der beiden Widerstände, also aus R1 und R2, dann bekommt man letztendlich dieses Gesetz, dass eben der Strom sich ausdrücken lässt aus U1 durch R1. Oder eben auch als Gesamtspannung durch Summe der beiden Widerstände. Und wenn man das entsprechend umformt nach U1, dann hat man die sogenannte Spannungsteilerregel. Und die besagt eben, dass die Spannung in einer Reihenschaltung, die Spannung an einem Widerstand, sich so verhält, wie der Einzelwiderstand geteilt durch den Gesamtwiderstand mal eben der Gesamtspannung. Und so kann man in einer Reihenschaltung relativ leicht die Spannung an einem einzelnen Widerstand berechnen.